Hallo, ich bin es, Squishy, der schockierte Tintenfisch. Jawohl, ich bin schockiert. Schockiert, wie es um die Bildung einiger Menschen und solcher, die sich so nennen, bestellt ist. Ja, das gilt auch für Außerirdische vom Riegel 7. Um genau zu sein, den hier. Genau, liebe Freunde, es ist Philipp-Zeit! Schon wieder. Verdammt. Es ist jetzt schon wieder 2 Wochen her, dass in Berlin zigtausende Menschen und andere Wesen mehr oder minder friedlich zusammengekommen sind, um dagegen zu demonstrieren, dass man nicht mehr demonstrieren darf und um frei zu sagen, dass man sich nicht mehr frei äußern darf. Macht Sinn. Die Quarkdenker aus Stuttgart haben geladen und alle sind sie gekommen. Heilpraktiker, Reichsbürger, QAnon, Impfgegner, ultrarechte Neonazis und sogar Hare Krishna. Ein bunt gewürfelter Haufen alternativer Realitätsverweigerer, welche fröhlich ihre Grundrechte auslebten, die man ihnen angeblich genommen hat. Der in quietschbunt oder schwarz-weiß-rot die gesamte Meinungsvielfalt jenseits des als Mainstream verschriebenen Konsens herausgrölt, obwohl sie angeblich gar nicht existieren darf und aktiv unterdrückt wird. Alles in allem eine Tausendschaft logischen Dummfuchs oder einfach dumme Menschen! Am Rande stürmte eine Meute hirnbefreiter Reichsbratzköppe auf die Treppe vom Reichstagsgebäude. Einige einfach nur für ein blödes Foto. Selfie! Andere versuchten weiter reinzukommen, scheiterten aber an 3 Polizeibeamten. Ob das jetzt daran lag, dass die besagten Polizisten besonders große oder die Reichsdeppen besonders kleine Eier hatten, lassen wir dahingestellt. Wahrscheinlich beides. Aber Michael Knallweg, der Oberwumpelguru der Quatschdenker, beschwert sich seit Tagen darüber, dass dieser Aktion viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, während seine eigene Show zu wenig beachtet wird. Oh, armes Wesen. Na gut, machen wir das. Widmen wir uns dem friedlichsten aller Wesen, dem Wesen genannt Philipp. Er war nämlich auch da. Und dann war er wieder weg. Einen Tag später, im Auto, vom gechillten Chris. Hi Menschheitsfamilie, wir sind auf dem Rückweg von Berlin und die liebe Carmen ist neben mir. Hallo. Der Chris fährt, deshalb kann ich euch ein bisschen mit euch quatschen. Wir chillen locker mit 110, 120 durch. Der Chris lässt sich auch nicht so viel ablenken, der fährt sicher. Das ist auch gut so, denn wenn wir mal genauer hingucken, die Carmen ist nicht angeschnallt. Schlechte Idee, es sei denn, man hofft geradezu darauf, dass der Chris vielleicht mit gechillten 110 bis 120 auf ein Stauende auffährt und die kamen ebenso gechillt durch die Windschutzscheibe raus gegen die Rückwand eines Schweinetransporters gefeuert wird. Dann haben wir uns gedacht, wir haben gerade über das Thema Spaltung gesprochen, genau, wie momentan tatsächlich in den Medien berichtet wird, auch im Social Media Bereich. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich erschrocken, ja, dass selbst auf meinem privaten Profil momentan sehr viele Leute hetzen und also auch brutal beleidigen. Ja, ich gebe zu, dass ich da auch bei ihm gesperrt bin, also beim Fatzebuch. Ich habe ihn nämlich auch brutal beleidigt, indem ich ihm geschrieben habe, dass der von ihm verehrte Virenleugner Dr. Stefan Lanker seine Doktor- und Diplomarbeit über krankmachende Viren geschrieben hat. Fand Philipp nicht gut. Fühlt sie sich brutal beleidigt. Kommentar gelöscht, Tintenfisch gesperrt. Zeigt mal wieder, was dieses weichgespülte Hippie-Surrogat unter brutal versteht. Inzwischen ist der ganze Clip ein paar Tage älter. Jetzt gingen die ersten Quatschköpfe wieder in München auf die Straße. Vielleicht war diesmal ja auch der menschliche Melkschemel Tolzi dabei. Ihr wisst schon, der hier. Jede Zelle an jeder Stelle. Ja, wenn ich den nochmal zeige, dann könnt ihr von brutal sprechen. Und weil das so lange her ist, will ich mich hier jetzt nicht auf seine, also Philipps und Carmens langgestreckte Retrospektive des sinnfreien Ereignisses stürzen, bei dem den Veranstaltern zufolge die gesamte Menschheit anwesend war, nur keine Nazis, denn Nazis will da keiner gesehen haben, nein, sondern nur auf einen witzig kleinen Teil, in dem der Philipp uns erst erzählt, warum solche Demos doch ihren Sinn hätten. Das ist ja auch das, also diese ganzen Entwicklungsprozesse, die gehen halt nicht von heute auf morgen. Jetzt auch die Menschen, die jetzt gerade fragen, ja, und was hat jetzt die Demo gebracht? Die Demo hat erstmal gebracht, dass die Sachen in der Öffentlichkeit ausgesprochen wurden. Verfassungsgebende Versammlungen, Friedensverträge. Oh Mann, Ach nö, Philipp, hast du wieder mit den Schmuddeldenkern Wettpissen an irgendeine Eiche im Tiergarten gespielt? Was soll Deutschland denn mit einem Friedensvertrag?
Da kommen sie wieder, die hier, und jaulen, das Land habe nach dem Zweiten Weltkrieg gar keinen bekommen. Ja, wozu denn auch? Völkerrechtlich reicht es doch schon aus, wenn man einfach in Frieden miteinander lebt. Der 2+4-Vertrag hat das sogar betont. Und nebenbei wird Deutschland auch noch volle Souveränität in dem Ding zuerkannt. Alle ehemaligen Besatzungsmächte haben das Teil ratifiziert. Alles gut. Was zum Geier wolltet ihr denn noch mehr? Eine verschissene Zeremonie hat es auch gegeben. Oder muss dafür Taylor Swift nackig aus einer Torte springen? Oder eine Parade, auf der Putin nackt auf einem Grizzly vorneweg reitet? Oder die Queen auf einem Fahrrad, Wodka saufend, in Stars and Stripes gekleidet und die Marseillaise furzend? Was denn noch? Und wieso verfassungsgebende Versammlung, hä? Was stimmt mit eurer Verfassung denn nicht? Dieses Grundgesetz genannte Teil ist doch super. Bist du blind? Hast du nicht die ganzen Deppen gesehen, die der irrigen Meinung sind, das Grundgesetz sei in Teilen ausgesetzt und deswegen mit diesem kleinen Büchlein fuchteln? Genau, dem, ja, danke. Kannst du mir aus dem Gesicht nehmen, bitte wieder? Danke. Fasel da etwas von Artikel 146 und so? Ja, euer Volk könnte sich eine neue Verfassung geben, aber das muss es doch nicht. Und die Präambel sagt sogar, dass das Grundgesetz als Verfassung gegeben gilt. Hast du nicht persönlich darüber abgestimmt? Nee, Pech. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung von dem Kram. All die ganzen Sachen, die dazu dienen, im Endeffekt eine Informationsebene zu gestalten, die man jetzt nehmen kann oder eben nicht nehmen kann. Also nicht nehmen, weil... Wozu denn? Ist eh Quatsch. Also weg damit. Friedensvertrag ist so Bullshit. Und mit dem Schrott ziehen diese Quatschdenker und Reichspfosten auch noch vor die russische und die amerikanische Botschaft. Die da drin müssen sich doch denken, what the fuck? Das muss doch peinlich sein. Wie Freigang von der Anstalt. Immerhin kommst du nicht mit diesem Ultimate Hirnschadenzeug von Q-Adel. Die haben so richtig einen an der Waffe. Ja, flach, aber lecker. Parteiensystem. So, dann sagen die einen, ja, die Rechten sind die Doofen und die Linken sind die Doofen. Menschen, die das sagen, die haben das Parteiensystem überhaupt nicht verstanden. Weil Parteiensystem bedeutet im Endeffekt, man hat halt viele verschiedene Parteien, die sich alle für einen gewissen Bereich einsetzen, wenn alles gut läuft. Und das ist halt dann die fachliche Kompetenz, dass wenn man dann halt die Rechten hat, die sich mit Recht und Ordnung und Rechtschaffenheit beschäftigt. Was? Also jetzt muss ich das fragen. What the fuck, Philipp? What the fucking fuck? Rechts kommt von Recht? Die kennen sich mit Recht aus? Ernsthaft? Und was ist mit den Linken? Die zocken den ganzen Tag Zelda oder was? Nee, aber ehrlich, das ist deine große Wahrheit, dass du absolut und komplett und restlos ohne jede Ahnung durch die Botanik rennst? Ja, guck dir mal die Carmen an. Jetzt steht ihr schon im Stau. Der gechillte Chris ist nicht mit 110, 120 auf den Schweinelerster draufgebrüllt. Und dann kommst du mit so einem Schwachsinn. Guck dir ihren Gesichtsausdruck an. Die fragt sich doch echt jetzt. Chris, fragt sie sich. Chris, du Weichei. Warum befreist du uns nicht alle von diesem Leiden? Bei dem Krop, den der Philipp da verbreitet, vollkommen verständlich. Und der legt noch einen drauf. Also auch hier, wenn ihr das Wort Recht aussprecht, warum ist das so negativ belegt mit der Deutungsfreiheit und geframed? Überlegt doch mal einfach mal, wenn man sagt, ja, die Rechten da draußen oder die Medien sagen dann über euch, ja, ja, die Rechtsradikalen, ja, sind Menschen, die beschäftigen sich radikal mit dem Thema Recht. Ja, quasi das Übel an der Wurzel anfassen, rechtschaffend sein und juristisch gesehen korrekt machen. Genau. Darum wissen diese Vollidioten auch nicht, was im 2+4-Vertrag der Präambel des Grundgesetzes oder was in Artikel 146 wirklich drinsteht. Deswegen gehen die Rechten auch los und ballern in Halle, Hanau oder Kassel auf Leute. Scheiße noch eins, Philipp, wo kommt denn dieser Schwachsinn her? Und Carmen denkt so, ja, und Auto kommt von Au, weil es einfach wehtut, wenn man einen Unfall baut. Oder darin dem Philipp zuhört. Also nochmal für die Doofen. Das Rechts-Links-Schema kommt von vor, keine Ahnung, 200 Jahren oder so in Frankreich. Da saßen die konservativen Typen, die alles so lassen wollten, wie es war und gut ist. Die saßen rechts im Parlament oder Nationalversammlung oder wie auch immer die daneben an das Ding damals genannt haben. Und die Progressiven, die alles neu und anders wollen, die saßen links. Mehr nicht. Und überhaupt, juristisch gesehen korrekt? Darum haben diese blau-braunen Kampfmatronen von der AfD auch solche Probleme mit Parteispenden und kassieren in den Parlamenten die meisten Ordnungsrufe ein. Da so übel an der Wurzel anpacken. Diese Schwachmaten sind die Wurzel des Übels. Also wenn die euch als Rechtsradikale bezeichnen oder zu euch sagen, du bist ein Rechter, ist überhaupt nicht schlimm. Das ist doch eigentlich sogar was Positives, weil Recht bedeutet halt, sich im Endeffekt sich mit Recht zu beschäftigen. Wenn man das ordentlich und natürlich lebt, also Grundgesetz, ne, hier Menschenwürde und sowas alles, ne, körperliche und geistige Unversehrtheit,
Wo ist das Problem? Das Problem, lieber Philipp, liegt darin, dass von geistiger Unversehrtheit nichts im Grundgesetz steht. Hast du es gelesen? Dieses kleine lustige Büchlein, von dem du von wegen Friedensvertrag und verfassungsgebender Trottelclub eigentlich meinst, es habe überhaupt gar keine Legitimation. Und die Würde ist nur dann unantastbar, wenn man sie sich nicht selbst mit seinem Verhalten aus dem Fenster brüllt. Und dieses Dummgelaber, das nur zeigt, dass du keine, aber auch wirklich gar keine Ahnung von irgendwas hast, ist ein derart würdeloser Auftritt. Unglaublich. Dann werde ich doch gerne als Rechter beschimpft und meinetwegen auch gerne als Rechtsradikaler, weil ich das an der Wurzel anfasse und die Thematik erkenne, voll informiert bin und damit auch souverän erscheine. Voll informiert und souverän? Nee, Philipp, nein. Aber bitte sehr, du bist ein Rechter, ja? Du bist ein Rechtsradikaler. Bist du jetzt zufrieden? Ich habe immer gedacht, ehrlich gesagt, du bist irgendwie so einer, aber tja, du bist in Wirklichkeit eher so einer. So, egal, wie lange das mit Berlin jetzt schon wieder her ist, dieser Flip-Clip zeigt wunderbar das Problem mit dieser ganzen sogenannten Bewegung. Es ist ein total schwachsinniges Konglomerat aus Unzufriedenen, die in ihrer Alltagslethargie gefangen sind und nun endlich was suchen, das ihnen Sinn oder zumindest einen Kick verleiht. Nebenbei haben sie endlich etwas, dem sie die Schuld für ihr miserables Dasein und ihr winziges Selbstwertgefühl geben können, das so verkümmert ist wie die Eier der Reichsnulpen, die beim Anblick von drei Polizisten lieber die Kehre gemacht haben. Oder sie haben Angst vor einem unsichtbaren Virus und basteln sich das in ihren Flachschädeln so um, dass sie das in Wut umknoten können. Guckt sie euch doch mal an. So sieht Furchtlosigkeit aus. Nicht. Dabei raffen diese Döspaddler nicht, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Also, ich eh nicht, ne? Keine Lunge. Aber die doch auch nicht, wenn sie nur mit Mundschutz und Abstand herumlaufen. Raffen die aber nicht. Also haben sie aus Dummheit Angst. Machen aus Angst Wut und pöbeln rum. Das liegt aber nicht daran, dass die Regierung böse ist. Nein, sondern sie selbst sind einfach dumme Menschen! Und überhaupt, die wollen ihre Grundrechte zurück, die gar nicht gültig sind, fordern von einem Staat demonstrieren zu dürfen, den sie gar nicht anerkennen, lehnen jede Form von Impfung oder zumindest genau die Impfpflicht ab, die es in eben jenem Kaiserreich gab, das sie sich zurückwünschen. Das ist doch dünnsches Pürieren mit Kotze nach alter Muschelsuppe. So sieht Querdenken aus? In sich total unlogisch? Vielleicht solltet ihr erst einmal das gerade Ausdenken lernen, bevor ihr mit solchem Zeug experimentiert. Und dann kommen die Pseudogemäßigten wieder und sagen, sie hätten keine Nazis gesehen. Oder, wie Philipp, man müsse halt mit allen reden. Nein, man muss gar nichts. Man muss einen Scheiß. Man muss nicht Seite an Seite mit Man muss nicht Seite an Seite mit ihr wisst schon wem laufen. Es gibt Städte genug, wo jede Meckertruppe ihre eigene Demo anmelden kann. Aber dann fühlt man sich ja nicht mehr als gefühlte Mehrheit. Die ist man dann halt nicht. Inzwischen zerlegt sich aber der ganze Haufen so oder so selbst. Michael, zack, weg, will die Reichsbürger wie Nikolai Nährling nicht mehr sehen. Der findet dann den Michael doof. Heiko Schrang, dieser böse Zwillingsbruder von Meister Propper, am 29. noch fröhlich mit Ballweg, Ken Jebsen und anderen Corona-Prominenten auf der Bühne, sagt, er ziehe sich jetzt auch zurück, weil ihm das alles zu durcheinander geht. Und Attila, der, nachdem man ihn aus der Demo entfernt hat, seinen wahren Kampfesgeist für das deutsche Volk gezeigt hat, findet einfach mal alle Scheiße und geht erstmal zum Arzt. Mit Maske. Ja, das sind Eier, die Hilde da beweist. Riesige, fette Klöten aus Kruppstahl. Zuletzt in München waren es gerade noch mal 10.000 und die Teilnehmer betonen, es sei bei bestem Wetter gewesen. Kommt der Herbst, kommt der Regen und mit ihm die Ausreden. Bundesliga, Wettauspendeln der Chakren oder der Scheidenpilz in der Fresse von 5 Minuten Mundschutz tragen beim Bäcker. Und wenn die endlich mal alle ihre unqualifizierte Klappe halten, müssen diese gehirnwaschenden Massenmedien endlich nicht mehr die ganze Zeit versuchen, gegen diesen Schwall von Halbwahrheiten aus dem Lager der Kreuz- und Querdenker anzureden und können auch mal was Nettes bringen. Katzenbabys oder so. Hallo!